Willkommen zu einem neuen Video, ich bin Vio und wir sind hier endlich mal wieder auf der Strecke und schauen uns ein paar Züge an. Jetzt bin ich voll am Arbeiten und dementsprechend kommen nicht so viele Videos. Aber zuerst, bevor wir uns hier in Albains, wo wir heute sind, für 3 Stunden Züge anschauen, zeige ich euch etwas und zwar vom Anfang vom Monat. Seit dem 8. Juni fährt nämlich am Wochenende ein neuer Intercity bis nach Bozen, der wurde verlängert von Bologna. Also der kommt aus Lecce, also aus Süditalien, normalerweise bis Bologna und am Wochenende bis nach Bozen. Der wird jetzt eben seit 8. Juni, gibt es den wieder, und davon zeige ich euch jetzt die Aufnahmen in Bozen, wie der ankam, und dann geht es hier in Albains, also an der Brennerbahn, weiter mit Zügen. Hier sind wir jetzt eben in Albains, das ist bei Brixen. Wir schauen jetzt in Richtung Brixen, dann geht es weiter Richtung Franzensfeste Sterzenbrenner. Und hier haben wir einen Regio vom Brenner nach Bozen. Normalerweise fahren die bis Meran durch, aber die Linie Meran ist den gesamten Monat gesperrt. Wir haben es jetzt 9 Uhr. Und leider habe ich nur eine Kamera, heißt heute gibt es keine 2 Perspektiven. Und ich hoffe, hinterm Regio gibt es aber Güterzüge. So, gerade eben hatten wir eine doppelte Vectron von der ÖBB und jetzt haben wir einen sehr schönen Zug. Locomotion 186 und dahinter eine 193. Richtung Brenner. Und so langsam kommt die Sonne auch ordentlich raus. Regio ist auch gerade Richtung Brenner hoch, den habe ich euch erspart, war wieder ein Flirt. Wir haben es jetzt 9:30. Jetzt bin ich mal gespannt. Von da oben sehe ich Lichter, das könnte eine Baumaschine sein. Denn wir haben aktuell Wartungsarbeiten, recht viele hier. Das sieht mir nach etwas Gelbem aus. Tatsächlich, das erinnert mich an ein Video von, keine Ahnung wie lange das schon her ist. Da hatten wir auch sowas. Die gleiche Situation, die gleiche Stelle.
Ein Zug fuhr hoch und eine Baumaschine kam uns entgegen. Aber ich glaube, damals war es auf dem... Na, das war eine Parallelfahrt, glaube ich sogar. Ich weiß es nicht. Ich suche euch das Video raus und verlinke es euch. Der fährt jetzt Richtung Bozen. Wobei sich die Frage stellt, ob der jetzt fertig ist mit seiner Arbeit oder ob der die Arbeit erst anfängt. Es kann nämlich sein, dass der in Weidbruck stationiert war und jetzt eben runterfährt. Der ist ja ganz interessant. Ja, der geht jetzt weiter. So, mal gucken, was wir als nächstes haben. Wir haben jetzt auf jeden Fall mal gerade die Krankheit, dass nur aus einer Richtung etwas kommt. So, hier haben wir was ganz Besonderes. Einmal die Offroad gemeinsam mit der Lizenz to Rail TXL Logistik Richtung Brenner. Und meine These bestätigt sich, es geht gerade nur Richtung Brenner. Wunderschön. Ich habe gerade in Erfahrung gebracht, dass wir danach den Orient Express haben. Da habe ich gerade gar nicht dran gedacht. Normal fährt der nämlich am Dienstag. Wir haben heute aber Freitag. Naja, im Juni und Juli fährt der Orient Express immer ein bisschen unregelmäßig. Falls ihr euch da informieren wollt, am besten auf der Website des Orient Express selbst. Manchmal fährt der nämlich kurzfristig doch über Brenner oder über Chiasso, also über die Schweiz. Also manchmal ändern die das. Aber den sehen wir gleich. So, hier haben wir den Regional Express von Verona nach Brenner. Jetzt haben wir es 10 Uhr. Der Regionalexpress wendet oben dann und fährt dann um 13 Uhr wieder los. Den werden wir jedoch nicht sehen, weil ich nur bis ungefähr 12 Uhr hier bleibe. Also bis zum Orientexpress hoffe ich mal, insofern der keine Verspätung bekommt, weil ich dann ab 13 Uhr wieder arbeiten muss. So, jetzt haben wir es 10:30. Jetzt gucken wir mal, ob wir eine Zugbegegnung hinbekommen. Hier haben wir jetzt den Jazz als Regio von Bozen nach Brenner. Und eigentlich müsste da oben jetzt der Gegenzug runterkommen. Aber ich glaube, der hat ein bisschen zu viel Verspätung dafür. Schade. Na, da ist er. Also, ja, manchmal funktioniert's. Super. Das ist jetzt der Flirt mit der Sonderbeklebung für die nachhaltige Mobilität mit dem Zug Richtung Bozen. Schön. Rail Traction Company bzw. Locomotion EU43 mit einem schönen Altmann Autozug Richtung Brenner. Der ist kurz heute. Auch nur eine Lok dran. Gut, am Altmann ist oft nur eine Lok. Aber kurz ist er heute. Vielleicht kommt der Rest ja noch nach. Wer weiß. Gleich müssen die Eurocities kommen. Die haben ein bisschen was an Verspätung. 10 Minuten beide circa. Toll, der EU. Hier haben wir nicht nur eine Begegnung von den Regios, sondern jetzt auch von den beiden Eurocities. Eurocity von Bologna nach München und runterkommend Eurocity von München nach Bologna.
Wow. Und wieder da oben. Und eben der EuroCity noch mit den alten Garnitur und oben hatten wir den Railjet, den neuen Railjet 2. Schön, meine Güte. So, das war jetzt der Orient Express und somit würde ich sagen, haben wir es auch schon 11:45 und ich gehe mal langsam starten. Vielen Dank fürs Zusehen, ich hoffe euch hat es gefallen, eben kleines Video zwischendurch, damit nicht gar nichts kommt und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Ich probiere jetzt mal wieder alle 1-2 Wochen ein Video zu machen und ja, bis dann zum nächsten Mal.